Willkommen zurück bei The Last of Us Remastered. Mein Name lautet Danny Justin. Weiter geht's. Oh, es geht noch eine Etage höher, das habe ich gar nicht gesehen. Also bitte geduldet euch noch, die warten nämlich auf mich. Aber natürlich will ich alles untersuchen. Und natürlich geht's dann nicht mehr weiter, weil irgendwelche Möbel im Weg stehen müssen. Ist ja immer wieder dasselbe hier. Was zum Teufel? Keine Ahnung, hier wurde wahrscheinlich renoviert oder sowas. Fragt mich bitte nicht. Oh mein Gott, das ist ja noch... War ich hier schon? Nee, ne? Doch, ich war... Ach so, stimmt. Ich hab's vollkommen vergessen, ich war hier schon. Ich bin ja nach unten gegangen und nicht nach oben. So, okay. Ich hoffe, ich war da schon. Wenn nicht, dann habe ich die Arschkarte gezogen, aber damit muss ich wohl leben. Gut, weiter geht's. Wir vertrauen gerade irgendwelchen fremden Leuten, die wir gar nicht kennen. Wir wissen gar nicht, ob sie nett sind oder böse. Wer weiß das schon? Ne, genau. Kleiner Mann. Wow. Halt, halt. Seid mal nochmal leise. Weg von dem Fenster. Sie hauen ab. Mann, der verdammte Truck. Er verfolgt uns schon seit wir in dieser verdammten... Sam, was machst du da? Gar nichts. Los, weg damit. Mein Rucksack ist praktisch ganz leer. Was ist die Regel für dieses Zeug? Er wiegt fast nichts. Die Regel. Sag sie mir. Wir nehmen nur, was wir brauchen. Genau. Jetzt komm. Diese scheiß Regel aber auch. Wie weit ist es noch? Nicht weit. Nicht mal weit. Ich würde gerne so ein Spielzeug mitnehmen. Vielleicht so eine Barbie-Puppe, mit der ich einschlafen kann. Wäre richtig schön für mich, ja. Mhm. Na guck mal, wie süß. Das war ein Kinderladen damals. Hatte wahrscheinlich keiner gedacht, ne? Genau. Hab euch jetzt damit quasi auf die Sprünge geholfen. Immer wieder gerne. Ihr seid willkommen. You're welcome. Wir haben eigentlich so eine Regel gar nicht, ne? Ellie dürfte eigentlich was mitnehmen, wenn sie wollen würde. Keine Sorge, Ellie. Aber sie steht mir immer im Weg. Das nervt mich. Guck mal, Ellie. Siehst du, was ich aufwenden muss? Was für eine Kraft. Nur weil du immer im Weg stehst. Shit. Was gefunden? Ellie, gib uns Deckung. War wohl jemand, aber sie sind weg. Wo sind die anderen? Sie wollten noch mal alles absuchen. Sicher gehen, dass da nichts ist. Okay. Da drüben umsehen. Ich schaue hier. Ich werde hier suchen. Sieh da drüben nach. So. Einer wird jetzt hier lang kommen. Die wissen also, dass wir hier sind quasi. Wir könnten überall auf der Karte sein und die wissen trotzdem, dass wir hier sind. Wie dumm. Kommt jetzt ernsthaft hier lang oder was? Nope, du denn nicht. Alles klar. Scheiße. Ich weiß gar nicht, um wen ich mich zuerst kümmern soll. Ich wäre ja von denen da hinten. Und ich denke, das wird auch derjenige sein. Shit, die sind einfach zu vorsichtig. Siehst du ja? Stopp den! Ach, meine Schießkunst ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Gibt's so ein Wort eigentlich? Nee, ne? Komm schon, gib doch einen Headshot, mein Gott. Also ich würde mich echt freuen, wenn die Waffe nicht mehr so wackeln würde. Bleibt der jetzt da für ewig oder was? Für immer. Ist das denn ernst? Nee, der ist tot, kann das sein? Du bist tot, sagt der Richtige. Oh Mist! Ja? Bitte mich nicht! Bitte, lass mich gehen! So. Bitte lass mich gehen. Ist schon klar. Vor allem wie die betteln danach, ne? Wie so kleine Bastarde. Das war's. Nicht schlecht, Alter. Danke, sagen mir viele. Sagt sie auch immer, wenn sie bei mir ist. Okay. Puh, also diese Stadterlebnisse hier. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich es lieber mit Klickern zu tun, wirklich. Weil die nerven. Die verschwenden meine Munition, diese Bastarde. Und das nervt wirklich, das nervt extrem.
Was haben wir hier? So, dann versuchen wir mal das Alkohol zu verschwenden. Ja, ich denke, wir werden uns wahrscheinlich jetzt mal wieder heilen. Es lohnt sich eigentlich nicht, ne? Aber wir haben... Ne, es lohnt sich nicht. Dann lassen wir es jetzt mal hier. Vielleicht können wir ja irgendwas anderes benutzen. Nope, alles ist voll. Scheiße. Wisst ihr, wenn es um Munition geht, habe ich nicht genug. Aber wenn es um das ganze Equipment geht und so weiter und so fort, da habe ich genug von. Aber mehr als genug. So, wir müssen hier irgendwie draufkommen, schätze ich mal. Oh! Wer ist das? Ach, das ist er. Okay. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie ein... einer dieser Bastarde. Hi. Oh shit, noch mehr davon. Ich brauch den Bogen. Weil die da sowieso schon wie Bastarde rumstehen, also... Siehst du das da? Ja, was denn? Ja, nimm das. Oh yeah! Oh yeah! Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Manchmal bekomme ich meine Pfeile nicht zurück. Mein Gott. Kann ja nicht wahr sein, Mensch. Kommst hier nicht durch. Scheiße. Durch die Tür. Ist es wirklich sicher, so nah bei Ihnen? Oh, ich habe einen Schlüssel, Mann. Woher hast du den? Hab einen umgelegt. Er braucht den nicht mehr. Kommt alle rein. Komm hier durch. So. Wie alt bist du? Ich? 14. Wie alt bist du? Auch so? Oh, du bist 14, hm? Beinahe. Okay. Wirklich? Ja, ja. Ich weiß noch, als ich so jung war. Vor ganz genau einem Jahr. Wir sind da. So, okay, hier gibt's anscheinend gar nichts mehr. Ah, doch, doch, doch. Danny, sei nicht immer so naiv. Schau dich lieber immer zweimal um, genau. Das war das, was meine Mama mir beigebracht hat. Keine Ahnung, wieso sie das hätte tun sollen. Willkommen in meinem Schloss. Wie lange versteckt ihr euch schon hier? Ein paar Tage. Aber wir haben Essen gefunden. Hier. Blaubeeren. Und zwar jede Menge davon. Willst du was? Nein. Hey, ganz cool. Wir sind sicher. Und warum seid ihr noch hier? Wir warten auf den richtigen Moment. Und? Komm. Sieh dir das mal an. Diese verdammten Arschlöcher. Oh, what the fuck? Jeden Tag versammeln sie sich da unten. Bewachen die Scheißbrücke. Aber in der Nacht sind nur noch ganz wenige da. Nach Sonnenuntergang. Das ist die Chance. Die meisten sind dann weg. Und wir schleichen vorbei. Das könnte gehen. Oh, das wird gehen. Das wird auf jeden Fall gehen. Halt, halt, halt. Ich hab noch eine. Wow. Echt ganz gut. Au! Oh. Ein Blaubeerenunfall. Es ist ewig her, dass der Junge überhaupt mal gelächelt hat. Ihr macht das anscheinend gar nichts aus. Und wo wollt ihr jetzt hin? Es heißt, die Fireflies sind irgendwo draußen im Westen. Wir wollen uns ihnen anschließen. Ja. Was gibt's zu lachen? Naja, es scheinen gerade extrem viele Leute ihr Vertrauen in die Fireflies zu setzen. Ja, vielleicht gibt es Gründe dafür. Du weißt also nicht, wo sie sind und zerrst ihn einfach durch das ganze Land, um sie zu finden? Jetzt pass mal auf. Ich kümmere mich um meinen Bruder und du dich um die Kleine, ja? Schon gut. Wir suchen auch nach den Fireflies. Hier sind wir. Es gibt eine verlassene Militärfunkstation direkt vor der Stadt. Wenn jemand aus unserer Gruppe noch lebt, kommt er dahin, morgen. Wenn ihr beide mit uns kommen wollt, wir gehen heute Nacht. Dann sollten wir uns wohl ausruhen.
Er sagt, dass wir jetzt los müssen. Also, wir müssen schnell sein, okay? Was auch immer passiert, du hängst an mir. Wie eine Klette. Eine Klette? Eine Klette. Ah, okay. Gut, gut. Okay. Alle bereit? Ja. Okay. Bleib nah bei mir, okay? Hast du das schon mal gemacht? Ja. Wie beruhigend. Sei cool, Alter. Ich hoffe nur, du kennst den Weg. Das hoffe ich allerdings auch. Und ich kann mich genau noch an diesen Moment erinnern. Also, normalerweise erinnere ich mich nicht mehr an so viel, aber an manche Stellen erinnere ich mich halt nochmal. Ist ja irgendwie logisch. Und hier lang. Die meisten Stellen waren damals für mich extrem schwer. Zum Beispiel die nachfolgende jetzt, wo wir versuchen halt, die im Dunkeln halt jetzt zu, ne, zu töten und da irgendwie vorbeizuschleichen. Um zu den Fireflies zu gelangen. Und er will auch zu den Fireflies. Alle wollen irgendwie dahin. Doch ob sie noch leben, das ist eine andere Frage. So. Macht aber einen ganz netten Eindruck, der Typ. Er will ja quasi genau dasselbe wie ich. Okay. Wir schleichen uns an sie ran. Das sieht schön aus übrigens. Sieht sehr, sehr cool aus. Okay. Keine Spur von den Eindringlingen. Glaubst du, sie sind noch in der Stadt? Ja, die sind noch hier. So, er wird den rechten eliminieren, ich werde es mit dem linken tun. Er hat sein Messer benutzt, ich benutze lieber meine Fäuste. Obwohl das Messer natürlich cooler ist, aber ich will mir das lieber für die Klicker aufbehalten. Auf jeden Fall muss ich sagen, das Teamwork macht mit ihm auf jeden Fall Spaß. Also da muss ich ihn auch mal loben, ne? Genau. So, ich überlege gerade. Oh shit, what the fuck? Hat er gerade. Die schießen da die ganze Zeit. Ich sehe ihn. Shit, wie komme ich hier am besten raus? Ich weiß es nicht. Wie komme ich hier raus? Also hier. Oh shit, wir haben. Ich hab was gehört. Halt die Augen auf. Hey, hörst du? Picke! Ja, ich hör's, aber ich sehe nichts. Oh shit. Bitte sag mir nicht, er hat mich gesehen. Okay, wir dürfen das Licht nicht auf uns kommen lassen. Oh nein. Wir sehen uns! Sucht euch eine Deckung! Eine Deckung! So, rein geht's. Shit! Der hat mich schon wieder gesehen. Oh! Wow, what the fuck? Mein Gott. Wie viele davon? Mann, wieso sehen die mich immer? Das kann ja nicht wahr sein. Verdammt, ist diese. So, wenigstens zwei Headshots hintereinander. Das war ja gar nicht so schlecht. Okay. Shit. Oh, das wär's jetzt gewesen. Oh, noch ein Schuss auf dieser Waffe. Scheiße. Langsam brauche ich Munition, langsam aber sicher. Und dieser scheiß Scheinwerfer, der blendet mich auch so nervig. Komm schon, das kann nicht wahr sein. Gott, eigentlich wäre ein normaler Mensch mit einem Schuss tot. Aber gut, wollen wir nicht übertreiben, ist nur ein Spiel, okay? Nein, hast du nicht. Du kennst mich gar nicht. Nice. Jetzt kommt der nächste. Genau, ist auch wahrscheinlich der vorletzte, genau. Shit. Oh oh. Geht auf, er steht drüben! Achtung! Oh. Bitch! Und deckt damit. Bitch! Hauptsache, er steht nochmal auf! Obwohl er gerade einen Schuss in die Fresse bekommen hat. Was für ein Loser. Okay, da ist der letzte. Ich glaube, den werde ich. Oh, hier haben wir Munition. Ist der letzte oder nicht? Wenn ja, dann. Ja, ist es.
So. War es das oder gibt es noch mehr? Ich denke, das müsste reichen. Naja, zumindest hat die Musik aufgehört. Okay. Ja, nice. Geschafft. Zwar ein bisschen umständlich mal wieder, weil ich nicht den Duo da durch kann, aber ist auch vollkommen in Ordnung. Ich sag ja auch nichts dagegen, ne, genau. Wir müssen den Motor erstmal ausstellen. What the fuck, wieso geht er nicht aus? Vielleicht hier oben. Auch nicht. Ein Moment mal, ich hab... Ach shit, ich glaube, ich finde hier keine Munition. Ich sehe keinen Grund, wieso hier Munition liegen sollte. Gut, gehen wir weiter erstmal. Henry, hilf mir mal damit. Okay. Bereit? Ja, ich bin immer bereit. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh oh. Halt, halt, halt. Hey, sie sind hier drüben. Oh shit. Oh nein. Oh yeah. Als ob ich einen Pfeil verschwendet, shit. Los, kommt schon. Bleibt wach, wir so. Haben es noch nicht geschafft. Okay, schau mal nach. Alles klar, Sam, los geht's. Okay, los, auf geht's. Komm schon. Mist. Schneller, schneller. Belly? Nein. Nein. Okay, hol den hoch. Es tut mir leid. Wir hauen ab. Was? Was soll der Schwachsinn? What the fuck? Hey, jetzt. Was zum Teufel, Henry? Shit. Wir bleiben zusammen. Nein! Oh! 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 Oh, mein Herz, es klopft und klopft. Wie kommen wir aus der Scheiße hier raus? Was für ein Bastard, der hat mich einfach liegen lassen. Ich meine, es ist ja besser, als wenn jeder von uns drauf geht, aber... Noch mehr Shit. Okay. Vielleicht kommen sie hier lang. So, hoffentlich geht er jetzt da lang, ohne dass jemand anders uns sieht. Wisst ihr, es nervt einfach immer wieder gesehen zu werden. Es nervt. Shit. Fuck! Oh, what the fuck? Ich weiß zwar nicht, wo... Ellie! Was macht der da? Was macht der da? Wo ist er? The fuck macht der da? Was hat der da gemacht? Ich kann es mir gar nicht erklären. Der ist der gestörte Typ. Ellie, aufpassen! Shit! Oh nein! Hab ich gar nicht gesehen. Lass Ellie in Ruhe, du Bastard. Hurensohn, verpiss dich, Alter. Keiner mag dich, Junge. Oh, shit. Schmerzt in meinem Herzen. Nachladen. So, jetzt reicht's aber langsam. Also, ich bitte euch, Leute. Gar nicht schlecht, oder? Das war gut. Wichser. Ja, das sage ich mir auch immer. So, und das war's auch für diese Folge von The Last of Us Remastered. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren.